Hallo und herzlich willkommen zu FIFA 18 The Journey. Ja, im letzten Spiel haben wir, wir haben wieder eigentlich auseinandergenommen. Toronto war es, genau. Toronto haben wir auseinandergenommen mit 6 zu 0, haben 2 Tore gemacht, 2 Vorlagen. Und ohne großes Rumgeschweife gehen wir jetzt weiter und eine Szene kommt. Genau, und ich werde jetzt mal kurz wieder leise sein. Simons Café wahrscheinlich, oder deiner. Ja, deiner. Und? Du hast den Deal. Ich kann's nicht glauben. Die Dreharbeiten sind nächste Woche. Michael hat es wirklich geschafft. Ja, hoffentlich stimmt's auch. Freut mich wirklich. Man will immer, dass es die Kinder besser haben als man selbst. Okay, ich würde gern mit dir über was Wichtiges reden. Schon wieder. Nicht hinsehen. Aber ist das nicht das Mädchen aus der Kabine? Kim, das ist seine, was willst du hier? Weiß er Bescheid? Kim? Gab wohl nie die richtige Gelegenheit. Ich wollte dich schon lange treffen. Ich konnte es nicht glauben, als Dad sagte, dass du herziehst. Dad? Dad? Was? Ich wusste es. Du hast es. Ich wusste es. Alex. Warte, das ist meine Schwester. Alex, ich wollte warten, bis du dich eingelebt hast. Du musst dich auf den Fußball konzentrieren. Soll das ein dummer Witz sein, Mann? Genau das frage ich mich auch. Du hast es ihm ernsthaft noch nicht gesagt? Das ist alles zu viel. Ich fasse es nicht. Alex. Ich brauche einen Moment. Ich hab's gewusst. Ich hab es gewusst. Freunde, ich hab's gewusst. Schon als sie in die Kabine kam. Aber, was noch viel wichtiger ist, ihr habt es, glaube ich, oben links gesehen. Wir haben eine wichtige Entscheidung getroffen, und zwar dadurch, ich glaube dadurch, dass wir Michael behalten haben, ihm eine zweite Chance gegeben haben, haben wir jetzt einen Marketing-Deal, und zwar mit Coca-Cola. Junge, Junge, Junge. Können wir hier irgendwas darüber lesen vielleicht? Nee, noch nicht, aber oben waren, glaube ich, ein paar neue Einträge. Ich hoffe, du hast unsere Filiale in L.A. schon gefunden, Mr. Alexander. Coca-Cola schreibt, willkommen in der Coca-Cola-Familie, Mr. Alexander. Hashtag willkommen, Alex. Hashtag share a Coke. Wie geht's dir in L.A.? Mr. Alexander, hast du schon irgendwelche netten Stories über Thierry Henry? Danny Williams schreibt, Mr. Alexander, dass Henry jetzt dein Kumpel ist, klingt echt wie eine Story aus einem Videospiel. Dein Ernst? Oh, Gibson, ich weiß aus sicherer Quelle, dass Henri eine Art Mentor für Mr. Alexander sein will. Einen besseren Mentor gibt's ja fast gar nicht. Was? Das wäre klasse. Und er ruft uns ja auch täglich, also in Anführungszeichen fast täglich an. Ja, wir haben hier neue Schuhe freigeschaltet, die müssen wir uns aber nicht angucken, sahen für mich jetzt nicht. Oh, freies Training, das ist klasse. Dann gehen wir doch mal direkt da rein. Und ich wusste es, seitdem sie in der Kabine aufgetaucht ist, habe ich es geahnt, dass sie seine Schwester ist. Konzentriert? Hoffentlich, denn heute braucht ihr das. Und zwar... Ja, ich hab's geahnt. Diese Art und... dass da noch irgendwas passiert. Okay, was trainieren wir denn heute? Was trainieren wir denn heute, Freunde? Was trainieren wir denn heute? Abwehr brauchen wir nicht trainieren. Passen, ja, weiß ich nicht. Standards 1 gegen 1, weiß ich nicht. Was trainieren? Was können wir denn hier trainieren? 1 gegen 1. Okay, ohne Ball. Oh, ohne Ball. Erweitertes Spiel ohne Ball würde uns natürlich helfen. Ich glaube, das nehmen wir mal. Das hatten wir ja, glaube ich, schon mal. Und dann würde ich nochmal gerne auf die Standards gehen. Und zwar... Und zwar können wir fortgeschrittene Elfmeter. Ja, es wird natürlich schwer. Aber wir versuchen es. Wir geben unser Bestes. Das müssten wir eigentlich ohne Probleme schaffen. Das haben wir auch vorhin geschafft. Vorhin. Ihr merkt noch, ich bin in der Aufnahmesession voll drin. Ich sag vorhin, für euch ist, glaube ich, 2 Tage her oder so. Schöner Pass hier. Klasse. Und eigentlich... Oh, 3000 Punkte, Junge. Nochmal 3000.
1000 Punkte, das gibt's ja nicht. Alexander. Schade. Wie die Dinge jetzt aber reinzögeln, ne? Das ist wunderschön. Ich meine, hier sind wir ohne Druck. Hier kann man das ein bisschen üben. Aber wenn wir das auch im Spiel so machen, boah, schön. Im letzten Moment. Wenn wir das auch im Spiel so machen, dann sehe ich da klasse Spieler auf uns zukommen. So, fortgeschrittener Elfmeter. Ja. Hübsch wird das, hübsch wird das. Mal gucken, ob wir überhaupt was erreichen. Ach du heilige Mutter Teresa. Ach du heilige Mutter Teresa. Okay. Sehr gut. Okay, der war wieder zu flach. Ah, fast, 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 fast. Ja, schön die Flasche getroffen. Huch. Nee, fast leer. Okay. Wollte gerade sagen, huch. Ah, schade. Okay. Ja, mal gucken, ob wir da unten treffen. Mit der Ecke habe ich es noch nicht so. Ja, okay, 800 Punkte nehme ich mit. Kein Problem. Ja, schade. Okay, ihr merkt, rechter Fuß. Oh, an den Pfosten gesammelt. Okay. Gucken, ob wir das so schaffen. Oh, könnte ein bisschen hoch sein. Nein, perfekt getroffen. Wir haben das exzellent. Sehr schön. Klasse. Vielleicht so. Ja, wunderschön. So können wir doch Elfmeter schießen. Herrlich. Und das bringt uns jetzt im Elfmeterschießen richtig nach vorne und auch für den Abschluss. Eigentlich hätte ich auch gerne den Efe noch trainiert. Aber ich fand Elfmeter jetzt wichtig, dass wir das nochmal trainieren. Und den auf 77 hocharbeiten. Da haben wir auch die Ruhe mit 59 noch ein bisschen verbessert. Sehr schön. So. Und ich habe mich natürlich geirrt, was unseren Trainer da angeht. Der ist natürlich kein Italiener, sondern Mexikaner, aber die reden irgendwie komplett gleich. Alles klar, Mann? Spielerleistung. Alex Hunter, friend of the stars. Sure you want to be seen walking around with me? I'm man enough to admit it when I'm wrong. Thought you were a joke when you started hanging with A-listers. But you've been playing out of your mind, man. Wow. Vielen Dank dafür. Just keep up the good work. Don't be getting too dazzled by those Hollywood lights, alright? Ja, ich denke mal, ein Danke war angebracht. Das andere fand ich jetzt beim Überfliegen nicht so die Antworten. Gut. Das ist auch cool. Durch unsere Spielerleistung haben wir sein Verhalten zu uns geändert. Das ist ja klasse. Das finde ich. Also, was er da hingezaubert hat mit diesen Leistungen und dies und das, das ist einfach wunderbar, wunderbar. Ja, was haben wir hier noch freigeschaltet? Hosen haben wir freigeschaltet. Toll, wir haben Hosen freigeschaltet. Und zwar, achso, können wir in Jogging rumlaufen. Sehr geil, sehr geil. Ja. Was haben wir hier noch? Schuhe, wie hätte es anders sein können? Wir haben Schuhe, Freunde. Wir sind hier fast. Schluck auf. Das gibt's nicht. Warum habe ich heute so viel Schluck auf? Wir haben hier fast mehr Schuhe als irgendwelche Frauen. Ja, nein. Das ist alles so Einheitsbrei. Da finde ich die schon schöner, obwohl die auch diesen Einheitsbreistreifen haben Seiten. Aber die sehen einfach schnieker aus, meiner Meinung nach. Die sehen einfach so schnieker aus. Und die bringen uns auch bis jetzt Glück. Von daher lassen wir das mal so stehen. So. Da. Gegen die Whitecaps von Vancouver. LA Galaxy gibt seine heutige Startelf bekannt. Nachwuchstalent Alex Hunter darf von Anfang an ran. Heute schauen alle auf den Auswärtsauftritt von LA Galaxy bei Vancouver. Für die Galaxy geht es um wahnsinnig viel. Du bist in der Mannschaft, Mr. Alexander. Da gehörst du hin. Danke, Toro. Immer toll, Mr. Alexander zuzusehen, egal in welcher Liga. Robbie Savage. Gut, dann gucken wir nochmal auf die Tabelle. Die anderen Teams müssen jetzt auch gespielt haben. Und wir sehen, wir sind sogar 3 Punkte vor Toronto und nur noch 9 Punkte von Salt Lake City weg.
Vielleicht können wir die ja noch aufholen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Spiele hier gespielt, aber es müssten die letzten Spiele sein, da alle jetzt auf dem gleichen Stand sind. Dürften es die letzten Spiele sein, die wir hier absolvieren. Und dann gehen wir jetzt auch mal direkt ins Auswärtsspiel rein. Gucken, ob da noch irgendwas passiert an Szenen vor dem Spiel. Nö, scheint nicht so. Und bei den Aufgaben seht ihr, wir haben immer noch eine Geheimaufgabe und laut dem Kapitel erst die Hälfte absolviert. Ich frage mich, was da noch kommen wird. Bin gespannt. Aber jetzt erstmal gegen Vancouver auswärts. Es kann losgehen und wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. Wir, das sind Wolf Fuß und Frank Buschmann. Tag zusammen. Im heutigen Spiel geht es für die Vancouver Whitecaps gegen LA Galaxy. Die Galaxy auf einem Playoff-Platz. Frage ist nur, bleibt das auch so? Wir haben es in der eigenen Hand, das ist schon mal wichtig. Aber sie müssen konzentriert bleiben. Vor dem eigenen Tor Beton anrühren, Buschi. Und vorne vielleicht auf die ein oder andere Chance hoffen. Das wird wohl heute ihre Taktik sein, oder? Es sieht ganz danach aus, Wolf. Und das kennen wir ja auch von Ihnen. Das machen Sie immer wieder sehr effektiv. Und wir gucken, ob es heute wieder klappt. Alter, was eine Aufstellung. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Kurz zur Formation. Es ist ein 4-4-2 mit hängender Spitze heute bei Ihnen. Ich bin vor allem gespannt, wie Sie das in der Offensive heute lösen. Da gibt es einige Optionen, auch durch die Aufstellung mit den beiden vorne drin. Was erwartest du in diesem Spiel von Alex Hunter? Bockstark im Abschluss. Sie müssen eng an ihm dranbleiben, sonst macht er hier sein Tor. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, und mit der Abwehrformation, die wir gesehen haben, es wird ja nicht nur Fußball gespielt hier im BC Play Stadium. Nee, Footballspiele gibt es hier auch, das ein oder andere Eishockeyspiel. Und auch bei den Olympischen Spielen wurde die Arena genutzt. Austin Bailiff ist der Schiedsrichter dieses Spiels. Na, schade. Oh, gut. Noch abgefangen. Sades. Wird das eine Torchance? Ja, nicht die schlauste Idee, hier in die Mitte zu spielen. Da kommt der Pass. Und jetzt die Chance. Mit dem Ball hat er gar keine. Was ich eigentlich noch sagen wollte, und zwar die Abwehr. Ich würde ja sagen, fast, das ist eine 5er-Abwehr. Oder eine 6er-Abwehr, die Zentralen werden natürlich, defensiven Mittelfeldspieler, die werden natürlich viel mit nach hinten arbeiten, wie man gesehen hat. Auf jeden Fall sehr defensiv aufgestellt und da wird es schwer sein, hier durchzukommen. Aber wie gesehen, der erste Angriff hat schon mal gesessen. Die Ecke gutes kommt rein. Nein, schwacher Ball. Pressing hier kam gut, aber von uns gewesen und dadurch reinigt. Die erste Chance gleich in den ersten 5 Minuten. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir hier nicht in den Konter rennen. Aber ah, ich wollte gerade sagen, den haben wir schon. Werden. Jetzt alleine. Er wartet Klasse aber. Technik. Da muss schon lange warten. Uiu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 i. Zades. Freunde. Jetzt, sehr Hunter. Schön. Ja, komm. Komm. Mach den. Und da machen wir. Oh, Alter, was ein Ding. Da haben wir mal den Robben gemacht und wurden leider nicht belohnt. Junge, was ein Ding. Hätte nicht gedacht, dass wir da vorbeikommen. Den Ball spielt raus. Entschuldigung, musste kurz husten. Das ständige Reden ist ja auch ein bisschen anstrengend. Da muss ich immer zwischendurch mal was trinken. Das habe ich jetzt gerade vergessen. Keine gute Verteidigung. Oh, jetzt hier Vancouver mit dem Angriff. Sah das jetzt. Jetzt vielleicht. Ja, Hunter. Sehr guter Ball. Kommt der Gibt's Hunter vorbei. Jetzt die Gelegenheit. Er kommt vorbei. Flanke jetzt. Geht sie vielleicht in die Mitte? Oh, stück jetzt vielleicht. Kurz das Ding. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Schade. Ashley Cole. Ja, kann er nicht passen. Ja.
Schön. Jonathan dos Santos. Oh, schade. Da rollt der Ball ja nur. Den nimmt sich der Torhüter ganz locker. Ah, es war ja auch mehr ein Pass anstatt ein Abschluss. Oh, schöner Fehler hier. Jetzt aber alleine. Nee, doch nicht. An der Seite läuft er noch mit. Wird's jetzt gefährlich. Und ach, er gewinnt gut, den Zweikampf. Dos Santos. Schön. Und Hunter. Jetzt. Jawohl, genau dahin. Da kommt die Flanke. Ah, kommt ein Stück zu weit. Und die Situation geklärt. Gut. Wir sitzen hier aber die Vancouver Abwehr schon mal schön unter Druck. Spielen aber auch relativ gut, muss ich sagen. Kombinieren sich hier gut raus. Unsere jetzt Abwehr muss hier aufpassen, dass wir hier nicht den Rückstand geraten. Jetzt wieder über die linke Seite. Da ist die Flanke. Flanke, da darf er eigentlich nicht zum Flanken kommen, aber der Torwart natürlich sicher. Das freut uns. Wir hier mit dem Kopfball. Jones. Sehr schön. Jetzt kann er vielleicht Jermaine. Nein, schade. Schöner Alexander hier. Jetzt. Jetzt? Ja, schade. Ach ja, richtig, da war. Er holt den Ball. Da waren zwei Mann. Aber wir holen den Ball wieder. Ashley Cole. Klasse Job. Jonathan dos jetzt, Santos. Spiel doch. Oh, schade. Und das gibt Eckball. Schade, schade. Okay, wir sind da, aber noch nicht komplett entscheidend. Wir hatten natürlich unsere Chance so in der 12., 10. Minute mit dem Pfostenknaller. Schade, schade. Aber das Ding machen wir schon noch. Das Spiel hat 90 Minuten. Wir sind gerade mal in den 25. Jetzt da wird noch was passieren. Sie wollen klären, aber der ist noch heiß. Oh, schade. Komme ich nicht ganz ran. Oh, da müssen wir mit. Da müssen wir mit nach hinten. Müssen wir mit nach hinten. Wir sind nicht schnell genug. Aber wir unterstützen hier die Abwehr. Dos Santos. Können uns so den Ball zurückerobern. Jones. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Ah, oh, blockiert er den Ball. Jones. Aber wir haben ihn noch. Jetzt wieder. Oh, durchgelassen. Der Ball geht an den Pfosten. Durchgelassen. Alex Hunter. Sie liegen vorne. Was ein Ding. Was verdient. Ein Ding. Ja, muss man nur was ein auf Ding. Den Spielverlauf gucken. Das passt. Alter. Oh, Glück. Absolut verdienter Treffer, oder? Glück da durchgelassen, ja, er haut das Ding aber komplett an den Pfosten. Sich die Chance und dann muss da ja haben wir Glück, so, dass der Ball noch so abgefälscht zu uns kommt und wir müssen nur den Fuß hinhalten und den Ball reinkullern, dadurch, dass der Torwart immer noch am Boden liegt. Aber schön durchgelassen für den zweiten Spieler und er haut das Ding aber mit voller Wucht an den Pfosten und die Latte. Und so können wir in der 30. Minute das 1:0 machen und wieder treffen wir und machen unser 10. Tor. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. So. Wow. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Schön geholt. Gut den Ball wieder schön geholt. Erobert. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und schön. Jetzt die Chance. Hunter. Mit links. Und wir zaubern das Ding wieder rein. Und mit dieser Doppelschlag. Da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Für LA Galaxy. Doppelschlag von Mr. Alex Hunter. Brillant. Und so steht es hier in kurzer Zeit 2-0. Gut drauf, das war für ihn Tor Nummer 2. Bisschen egoistisch, aber man kann man mal machen. Kann okay. Man mal machen. Dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal. Schön durch die Beine Perspektive an. Des Spielers und der Torwart irritiert, dass der da durchkommt. Und ist Sekundenbruchteile zu spät unten. Das sieht doch wieder mal sehr gut aus. Der Flow ist auf unserer Seite. Das Momentum liegt bei uns. Jetzt steht es 2-0. Das dürfte Ihnen Ruhe geben. Und diesmal eine andere Anstoßvariante. Hübsch. Aber wieder Alex Hunter. Den Ball verloren. Jetzt könnte es gefährlich werden. Oh, sehr schade. Gut aufgepasst. Der Angriff von Vancouver. Oh, schlecht.
Zum Glück geht er da nicht alleine durch. Aber Vancouver ist da und die Parade von Dipo, wenn ich richtig liege mit dem Namen. Oder nee, Diop heißt er ja, ne? Diop, glaube ich. Hier schöne Parade, streckt sich, macht sich lang und kommt ran, völlig zurecht. Die Freude von Diop. Zur Ecke geklärt. Kurzer Pfosten. Kein guter Kopfball. Harmlos. Da muss natürlich jemand aufpassen. Er kann auch mal gut reingehen. Das sehen wir hier nochmal, aber. Ah, der hat ihn behindert ein bisschen. War sehr gut. Jones. Jermaine. Kein guter Pass hier. Ja, holt sie sich wieder. Dos Santos. Zades. Jones. Ein guter Doppelpass. Jetzt vielleicht mehr Alexander. Ja, würdest du mal laufen, Alter? Sehr guter schade. Einsatz. Aber wir haben hier den Ball. Ach, schade. Dos Santos. Jones. Ja, das ist natürlich nicht leicht, da jetzt durchzukommen. Zades. Da ist die Flanke. Ja, da können sie nicht entscheidend klären. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. 3 Minuten gibt's Nachspielzeit, habt ihr gehört. 3 Minuten gibt's extra in der ersten Hälfte. Aber das ist unsere erste Hälfte. Sollte uns keine weiteren Probleme machen. Jetzt müssen sie aufpassen. Wir gehen hier souverän mit 2-0 in die Pause, denke ich mal. Dos Santos. Ah, oh, schade. Was auch Williams. Immer er da versucht hat. Und das sollte es für die erste Hälfte gewesen sein. Ja, so scheinbar ist es. Alles im Griff. 2-0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. Eine super Leistung in Durchgang 1 von ihm. Ja, die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Wir gehen mit einem wohlverdienten 2-0, wie gesagt, in die Pause. Sieht sehr gut aus, dass wir hier Vancouver auch schlagen können. Das 10. Saisontor, eine 2-stellige Torausbeute, ist eine tolle Leistung. Ja, das sehe ich auch so, vor allem in der kurzen Zeit. Haben uns hier super so, eingewöhnt. Hier im BC Play Team Stadium spielt auch viel besser als vorher. Durchgang 2, legen wir los. Jones. Jermaine. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Mit dem Pass. Boah. Da kommt der Schuss. Der Pass wieder auf Jones. Den hält er völlig ohne Probleme. Schönes Ding. Zades jetzt. Ganz geduldig passen sie den Ball da hin und her. Die Abwehr ohne rechte Chance da zuzugreifen. Sie beherrschen das Kurzpassspiel. Jones. Ja, muss er mal machen. Gute der Entscheidung. War gefährlich, aber schade. Der Spieler blockt ihn richtig gut. Richtig gut. Jones. Schöne Idee von Jones hier. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Jetzt wird's gefährlich. Das könnte. Oh, da kriegen wir den Ball aus der Drehung. Tor. Dreierpack. Wieder Hunter. Der Ball im Tor. Das war sein dritter Treffer. Eine super Leistung. Dreierpack, wieder mal Mr. Alex Hunter. Drei aus Tore der Drehung. In einem Spiel. Eingeschoben. Ich glaube, zack. Den Spieler des Außenstand Spiels mit links. Ja, Torwitz sieht blöd aus. Klar, Wolf, er zeigt hier eine Riesenleistung und ist mit Abstand der beste Mann. Auf dem falschen Fuß erwischt, wie ich es gerade gesehen habe, den Torwart. Deswegen kommt er da nicht ran. Und wir machen das dritte Tor. Und geben den Whitecaps hier auf jeden Fall eine ordentliche Abreibung. Jetzt bekommt er Zades wird Abgang. Wieder Super ausgewechselt Spiel. Gegen Giovanni. Ständig präsent, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier schade. Jetzt von der Entscheidung spreche. Da sind wir spreche. Ein Stück zu spät da gewesen. Super dazwischen gegangen.
Da holen wir uns den Ball im Mittelfeld. Dos Santos. Das könnte eine Gelegenheit werden. Schön durchgelassen, schön. Ah, der hätte vielleicht noch mal in den Rückraum spielen sollen. Aber klasse gehalten, trotzdem. Schöner Vorstoß. Und das ist der Ballverlust. Jetzt vielleicht mal Vancouver. Hier, schöner Pass auf die rechte Seite. Und jetzt mal der Abschluss. Aber der Abschluss, was war das denn? Er versucht es mit dem. Da war doch die Chance zum 1:3. Kriegen wir da Anweisungen? Drei Spezialbewegungen sollen wir wieder durchführen. Alles klar, Trainer. Kein Problem. Wir versuchen es diesmal. Hunter. Ah, schade. Sollen wir die ausführen oder auch erfolgreich abschließen? Das stand jedenfalls nicht da. Wir sollen jetzt eigentlich nur ausführen. Gefährlich werden. Jetzt hier Mach Vancouver mit dem Schuss, aber direkt auf den Keeper. Locker. Kein Problem. Wirf doch einfach. Ja, genau. So ist schön. Klasse. Dos Santos. Ashley Cole. Nun Giovanni. Jetzt haben wir vielleicht. Jetzt gefährlich. Ach, schade. Da gewinnt er den Zweikampf. Da wollte ich eigentlich gerade noch passen. Laba. Hunter. Schön, holen wir uns dann den Ball wieder. Schönes Ding, jawohl. Alessandrini. Dos Santos. Außen, ja, sehr das schön gesehen. Das könnte die Chance werden. Alex Hunter. Schöne Passspiel. Wo ist sie jetzt, die Lücke? Wo ist sie? Die Chance. Das ist klasse, wie sie das da machen. Weil sie ein exzellentes Kurzpassspiel aufziehen. Chani. Jetzt die Chance hier wieder für außen ist jetzt Platz. Die Whitecaps über die rechte Seite zu kommen. Ist Platz jetzt. Ja, setzt sich da gut durch. Passt zurück in die Mitte. Der Schiri Lava. Steht ein bisschen im Weg. Oh, ich hätte ja abgeschlossen an seiner Stelle. Ja, den macht er, aber es war auch ein bisschen wunderschönes Ding. Wie macht er den denn rein? Laber, Alter. Laber, kein Blödsinn. Der Ball sah erst gar nicht so da gefährlich aus. Da ist der Schiri im Weg. Spielt den Doppelpass. Stimmt. Und aus dem Stand haut er das Ding mit dem Außenriss, okay. Oder? Dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal auf. Ja, mit dem Außenriss gibt er dem Effet. Boah, was ein Traumtor hier zu 1:3. Jetzt müssen wir uns natürlich ein bisschen wieder konzentrieren, hier nicht so rumspielen. Der neue Spielstand lautet jetzt also. Und nochmal ein Tor nachlegen, damit wir ein sicheres. Eine sichere und drei jetzt Tore sind hier noch haben. 20 Minuten zu spielen. 20 Dos Minuten Santos. Sollte das aber machbar sein. Alles wir sind hier die drückende Kraft. Kommen wir da ran. Das ist die Chance jetzt. Ah, das war am Ende dann doch ungefährlich. Und da kann sich die Abwehr zurücklehnen. Torgefahr sieht anders aus. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Schöner Torwartfehler eben gewesen. Also hätte die zu uns gebracht. Wir hätten den Ball eigentlich nur einschieben brauchen. Okay, er spielt ihn kurz. Ja, der Kopfball gehört uns hier. Wir spielen alles direkt weiter. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Giovanni jetzt. Schönes Passspiel. Jonathan aber zurückspielen. Das sieht vielversprechend aus. Ah, klasse schade. Aktion, Ball ist weg. Die Flanke wäre besser gewesen. Giovanni jetzt. Dos Santos. Alessandrini. Ah, schade. Aber jetzt hat er die Bahn frei. Tolles Zuspiel. Ball kommt flach. Und so muss das laufen, Freund. So muss das laufen. Aus der kurzen Distanz hat er so muss das laufen. Schöner Pass. Schöner Pass. Besser geht's ja gar nicht. Da sieht der Torwart wieder dumm aus. Da wäre ich doch als Torwart reingesprungen in den Pass. Können wir das nochmal in der Wiederholung sehen, bitte? Da haben wir jetzt einen weiteren Gegentreffer für Sie. Und jetzt. Können Sie wohl da. Nur noch eins. Da wäre ich doch, okay. Genau, und das heißt Schadensbegrenzung. Irgendwie der Pass kam schon spitz und schnell. In dieses Spiel, damit's nicht noch übler aber ausgeht. So habe ich mir das vorgestellt. Vier Tore wieder von uns. 77. Minute, das Ding ist jetzt durch. Das Ding ist komplett durch. Da sollten wir die drei Punkte wieder mit nach Hause genommen haben. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Schade.
Wird das eine Torchance? Jetzt kommt Vancouver nochmal nach vorne. So, was machen Sie da? Boah, geht er fast alleine durch. Uiuiuiui. Den kann er klären. Jetzt wieder über die Mitte versuchen, hier die Lücke zu finden. Dos Santos. Boah, schöner Pass. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Schade, schade. Schöner Seitenwechsel hier. Jetzt müssen Sie aufpassen. Schönes Doppelpassspiel. Pass in die Spitze. Tanzt den einen Verteidiger aus, aber der passt auf. Sehr gut. Hält den Ball noch im Spiel. Wieder der Ball in die Spitze. Kommt an den Kopfball. Aber ungefährlich. Sehr, sehr ungefährlich. Das Ding fahren wir jetzt hier locker, flockig nach Hause. Still geworden. Würde ich mal behaupten. Hier, Buschi. Aber auch kein Wunder, oder? Ja. Jetzt sind die Fans nicht gewohnt, dass ihre Mannschaft so chancenlos ist. Umso mehr muss ich hier mit euch reden. Umso stiller es ist. Sonst kann ich euch auch mal die Atmosphäre genießen lassen. Vielleicht kommen wir jetzt mal vorbei. Ja, spiel doch. Sehr Alexander. Gut. Ja, spiel noch. Oh, spiel doch noch mal. Schade. So langsam wird's gefährlich. Jetzt nochmal. Oh. Da kommt der Schuss. Oh. Der Pass. Vorlage. Zu halten hier. Sie geben hier nicht nach und machen noch ein weiteres Tor. Dabei war eh klar, dass sie das Ding gewinnen. Schöne Kurz Vorlage. Vor Schluss legen sie hier nochmal nach. Ja, das Spiel ist natürlich längst entschieden, aber klar, so eine Chance nimmst du trotzdem gerne mit. Alessandrini, wenn ich mich erinnere. Jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Ja, kein guter Tag hier für den Torwart. Ich glaube 5:1 mittlerweile. 90. Minute macht Romain. Alessandrini nochmal sein Tor. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Und wir machen hier wieder 4 Tore in einem Spiel. Unglaubliches Ding. Da trennt holen sie nochmal den Ball. Und jetzt. Ja, vorbei. Vorbei. 5:1 und 3 Punkte. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Eine unglaubliche Leistung. Ein Tor schöner als das andere. Der hat das Ding ja quasi im Alleingang gewonnen. Tja, das war heute doch eine ziemlich einseitige Angelegenheit. Ja, und vor allem, weil sie bis zum Schluss konzentriert weiter nach vorne gespielt haben. Das muss man ja auch erstmal so umsetzen. Ja, 5:1, ihr habt es gesehen. Die Leistung, die Spezialbewegungen müssen wir also auch erfolgreich abschließen, nicht nur ausführen. Sonst hätten wir jetzt mindestens eine gehabt. Aber sei es drum. Die anderen jetzt beiden vielleicht wurden erfüllt. Da nochmal dieser übelste Schuss. Und dann stauen wir das Ding einfach stumpf ab. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Das schön gespielte 2:0 durch die Beine und eingeschoben ins rechte Eck. Wir machen hier sozusagen da kommt der Schuss. Alles im den Alleingang. Super. Nochmal die, ich glaube, die einzige Parade von unserem Keeper. Hat er aber gut gehalten. Und wir haben hier eine Wertung von 10,0 und gehen direkt weiter. Da brauchen wir uns nicht mehr viel angucken. Keine negativen Bewertungen vom Trainer. Und ich denke mal, jetzt dürfen wir noch ein Interview geben, kurz. Alex, Sie waren heute wirklich beeindruckend und haben dazu noch eine Führungsrolle übernommen. Wir durften die Playoffs auf keinen Fall verpassen. Heute musste der Sieg einfach drin sein. Das war ich dem Verein schuldig, den Fans und allen, die bei Galaxy an mich glauben. Das ist es, komm schon! Sie haben jedes Recht, sich zu freuen und zu feiern. Vor allem, wenn man sich anschaut, wo das Team vor ihrer Ankunft stand. Nochmal Glückwunsch und viel Erfolg in den Playoffs. Danke. Manchmal diese Reaktion, das war schon auch im ersten Teil so, die sind so, weiß nicht, wenn er sich die ganze Zeit freut und ja und yay, yeah, weißt du, aber dann so voll ruhig,
lalala, ja, komm schon, so, aus dem Nichts. Also es ist einfach komisch, es ist einfach, ach, das ist einfach irgendwie, weiß ich nicht. Ja, 15,7 Millionen mittlerweile der Transferwert, sehr schön. Und wir haben, oh nein, was? Wir hatten 500.000 Follower. Aber sei es drum, die erreichen wir schon, 79 und ein bisschen, die 80 rückt näher, Freunde, die heilige 80. Sie kommt mit großen Schritten immer näher. Ja, dann gucken wir mal auf die Tabelle. 6 Punkte Abstand nur noch zu Salt Lake. Und wir haben sogar den zweiten der Liga geschlagen. Okay. Habe ich vorher gar nicht auf die Tabelle geguckt. Und haben immer noch 3 Punkte Abstand zu Houston und Seattle. Das sieht sehr gut aus. 3 Zähler für LA Galaxy, das hilft natürlich enorm. Gute Leistung von Mr. Alexander. Kommt jetzt der Aufschwung. Alexander mit einem guten Spiel für LA Galaxy. Schönes Tor. Hashtag Klasse Treffer. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es so weitergeht, ist noch viel mehr drin. Und bis dahin, danke fürs Reinschauen. Danke fürs dabei sein bis jetzt überhaupt über diese lange Zeit und wir sehen uns wieder. Bis dahin, wieder schauen, reingeschauen.